Hallöchen, ich melde mich mal wieder. Es ist Mittwochabend, Nacht. Ich habe gerade eben das Video fertig bearbeitet, das ihr, wenn ihr das jetzt gerade seht, schon längst gesehen habt oder sehen habt hättet können. Hier oben hinter dem i spätestens jetzt. Und zwar Vlog Nummer 7, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat ein bisschen länger irgendwie gebraucht zum Bearbeiten. Es tut mir sehr leid. Also Dienstag kam er auf jeden Fall nicht, Mittwoch auch nicht. Ich hoffe bis Donnerstag. Habe ich es dann geschafft, den 22. Yay! Gut, auf jeden Fall geht es weiter mit dem nächsten Dienstagsvlog, auch wenn es jetzt kein Dienstag ist, sondern Mittwoch. Und ich gerade gar nicht so richtig weiß, wie viel ich euch mitnehmen kann. Habe ich das irgendwie vorher versprochen oder so? Ja, Vergangenheit sich. Dankeschön. Gut, ich möchte aber einmal ganz kurz darauf eingehen. Ich habe ja gesagt, in dem Video gestern, dass ich dieses Buch nicht so schnell auslesen möchte, und so ist es auch immer noch. Ich habe jetzt so ein bisschen eine Pause eingelegt, seit dem Wochenende, glaube ich, und nicht weitergelesen, einfach weil mich auch was anderes dazwischen so richtig gepackt hat. Und zwar möchte ich das einmal kurz deutlich machen und erwähnen. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, dass auf der Litlock, falls es jemand wirklich ganz geguckt hat, schreibt es bitte unter das Video oder unter das Video jetzt. Ich kann es nicht fassen, wenn niemand das ganz geschaut hat. Das ist echt lang geworden. Oh Gott. Wenn ich sehe, was mein Laptop mir anzeigt, wie lange er für das Verarbeiten dieses Videos braucht, dann sind die das Donnerstag auch nicht. Auch nicht Freitag. Gut. Egal. Es ist spät. Was will ich sagen? Ich will sagen, dass ich gerade ein Hörbuch höre. Und zwar folgendes. Wer eben, wie gesagt, den letzten Vlog gesehen hat, der weiß, dass ich gesagt habe, ich wollte zu einem Talk, einer Lesung. Kann man das sehen? Ich glaube nicht. Ich zeige das gleich nochmal richtig und blende es euch hier ein. Und zwar geht es um Be Mindful von, von Susie Yalof-Schwarz und Deborah Goldstein. Wie man von einfach mal abschalten, wie meditieren dein Leben entstresst, gelesen von Esther Schweins. Und es gab eben eine Veranstaltung mit Esther Schweins auf der Litlock. Da war ich aber nicht, denn zeitgleich hat was anderes gewonnen. Ich glaube, das war der Talk, eine Talkrunde mit Mikkel Gewick. Egal, auf jeden Fall, genau, habe ich das dort leider nicht mitgekriegt, aber ich habe das Hörbuch vorher schon gehabt und mich jetzt recht kurzfristig dazu entschlossen, es zu hören. Um genau zu sein, heute Morgen, denn ich bin heute sehr früh aufgestanden, um 5, habe Yoga gemacht, habe meditiert und ganz fix geduscht. Das lag an verschiedener Gründe, dass ich so früh wach war und auf war und fit und was getan habe. Unter anderem daran, dass ich ab 7 Uhr kein Wasser mehr hier zur Verfügung hatte. Das heißt, ich musste irgendwie bis 7 fertig werden mit allem. Normalerweise stehe ich mittwochs um 7 erst auf. Und dann hatte ich ziemlich viel Zeit und dann bin ich auf die Idee gekommen, dieses Hörbuch zu hören. Und das habe ich dann jetzt eben auch angefangen und bin schon sehr weit. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Und es überzeugt mich immer mehr davon, Meditationslehrerin zu werden und es jedem ans Herz zu legen, einfach mal auszuprobieren, zu meditieren. Es ist nichts Großes, nichts Anstrengendes. Ja, so viel einmal kurz dazu. Ich will jetzt hier nicht zu ausufern werden, aber das wollte ich nur kurz mitteilen. Ich stecke gerade mitten im Hörbuch und bin damit vermutlich morgen dann auch schon wieder durch und gucke dann mal, dass ich weiterlese, glaube ich. Ja, manchmal sind es auch die Wetterverhältnisse, die nicht so ideal sind. Wenn man an der S-Bahn wartet und dann nieselt es oder regnet es, da lese ich nicht. Sonst geht mein Buch kaputt, ganz klar. Aber ja, das heißt nicht mit den Ausreden. Jetzt ist Zeit für mich zumindest schlafen zu gehen. Ihr guckt einfach weiter. Ich bin gespannt, was ihr jetzt erzählt. Ich hoffe, ihr auch. Und an dieser Stelle mal wieder eine gute Nacht. Guten Morgen, es ist Samstag. Ich stehe hier noch in der Küche, trinke meinen Schoko-Chai-Tee-Latte. Und dann geht's gleich los nach Sauerlach. Und ich finde, das Licht hier ist gerade richtig beknackt. Ziemlich hell. Und grell? Naja.
Nächster Halt, Sauerlach. Next stop, Sauerlach.
ist Sonntag und ich sitze hier vor dem nebligen Ausblick nach draußen und bin eigentlich herrlich entspannt, denn ich habe den Tag gestartet mit einer kurzen Meditation, das schon im Bett um 5 Uhr morgens, ja, sonntags 5 Uhr morgens. Dann habe ich ein bisschen gelesen, beziehungsweise ein bisschen viel, habe dann Yoga gemacht und nochmal meditiert und mir jetzt mein Frühstück vorbereitet. Und ja, es ist ganz entspannt, schon 9 Uhr, einerseits schon, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch gar nicht so viel gemacht in der Zeit, andererseits erst. Ich hätte ja auch erst um 9 Uhr aufstehen können und für das ist das schon alles ganz gut gelaufen heute. Ich zeige euch mal eben, was mich jetzt hier in dem Morgen quasi begleitet. Und zwar ist das kein Alkohol, auch wenn es so ausschaut. Es ist, kann man das erkennen? Naja, es ist ein Saft, ein Superfruit-Saft mit Granatapfel, Aronia und ich weiß nie, wie man es nennt. Acai, Acai, wie auch immer. Ich werde mal gucken, ob mir das schmeckt. Dazu gibt es ein bisschen, ja, Neudeutsch Porridge, also eigentlich Haferbrei und mit Mandelmilch und Banane. Und da ist auch noch drunter ein bisschen Apfel-Himbeermus bzw. Püree war noch übrig. Mit Zimt drüber und mit Cashewkern drüber und einer Banane. Freue ich mich sehr drauf. Und natürlich gibt es auch wieder meinen Schoko-Chai-Tee-Latte. Kann ich einfach nicht drauf verzichten. Und wer sich fragt, warum das Ganze gestern so abrupt geendet hat und ich nicht samstags noch mehr gefilmt habe von diesem wunderschönen Markt. Es war quasi Kunsthandwerkermarkt, der auch unter Sauerlacher Nikolausdult bekannt ist. Und das war herrlich. Ich war dort mit meiner Tante und mit meiner Mama. Und ja, da habe ich das hier gefunden. Und zwar ist es ein Notizbuch von der Dame selbst gebunden und zusammengestellt. Auch hier außen das Papier finde ich sehr schön. Drauf steht, irgendwas ist immer. Damit hat sie auch recht. Und einfach ein leeres Notizbuch und dazu einen Stift habe ich mir rausgesucht, der genau passt. Also der ist mit dem Papier ummantelt, das auch oben an diesem Notizbuch dran ist. Ich freue mich sehr, es zu benutzen, denn ich habe vor, es definitiv zu benutzen. Und ansonsten gab es natürlich wunderschöne Bilder noch und alle anderen möglichen Dinge. Aber ich habe mich zurückgehalten, wollte gar nicht so viel kaufen. Habe mehr gestaunt, bewundert, mich inspirieren lassen. Ein kleines Buchupdate. Father Christmas and Me von Matt Haig ist ausgelesen. Und wie schon berichtet, habe ich natürlich einerseits das Gefühl, yay, ich habe es gelesen, es war wunderschön. Und andererseits irgendwie kann ich es nicht fassen, denn jetzt sind diese drei Bücher vorbei. Ja, hinten drin in der Danksagung schreibt Matt Haig auch, dass es eine Trilogie ist. Das heißt, mit diesem Buch ist tatsächlich auch diese kleine Reihe abgeschlossen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe irgendwas von The Truth Pixie gelesen von Matt Haig, einem neuen Buch in Blau. Ich hoffe, das könnte noch eine neue Reihe werden, denn The Truth Pixie tritt auch in der Christmas-Reihe auf. Ja, ich hoffe sehr, ich hoffe auch sehr, ich kann das demnächst bald mal eruieren und im Laden finden und vielleicht direkt mitnehmen. Vielleicht mit dem neuen Gutschein von meinen Kollegen, Kolleginnen. Ja, dann geht's hoffentlich nächstes Jahr weiter mit Weihnachtslesespaß von Matt Haig. Wie gesagt, gestern Abend beendet und daraufhin habe ich dann heute Morgen direkt mit einem anderen Buch gestartet. Und zwar mit diesem dicken Klopper, den muss ich euch bestimmt nicht näher vorstellen, von Joan K. Rowling, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Passend dazu muss ich mir natürlich heute gleich mal meine Gryffindor-Socken raussuchen und anziehen, denn die sind kuschelig warm. Und ich muss ja gestehen, ich finde, das ist eins der coolsten Geschenke, die ich je von Patienten gekriegt habe. Ja,
Also, man muss mir keine Schokolade schenken. Ich freue mich auch über Socken. Nur mal so als Kleinigkeit. Genau. Besonders weit bin ich noch nicht bei dem letzten Teil der Harry Potter-Reihe. Ich muss ja gestehen, ich habe diese Reihe, ich weiß es nicht mehr genau, 2015 vermutlich oder 16 begonnen und wollte in dem entsprechenden Jahr auch auslesen und bin jetzt 2018, Ende 2018, gerade mal beim letzten Band angekommen. Ich hoffe aber, dass ich das jetzt in diesem Jahr noch schaffe und dann irgendwie wieder abhaken kann, dass ich das lesen wollte. Denn wenn überhaupt, steht dann als nächstes auf der Liste mal Harry Potter auf Englisch zu lesen. Dafür bräuchte ich natürlich so ein bisschen die Exemplare auf Englisch, entweder geliehen oder vielleicht doch den wunderschönen Hardcover-Schuber, denn der reizt mich ja immer noch. Und damit geht es dann auch weiter. Ich lese ein bisschen, ich gucke mal, was ich heute noch so zu organisieren, zu regeln, zu sortieren, zu putzen, zu waschen, zu wie auch immer habe, zu backen vielleicht auch. Ja, ihr werdet mal sehen, was da noch so kommt. Guten Morgen, es ist bereits Mittwoch und Mittwoch früh, doch früh, 8 Uhr oder so, 8:30 Uhr. Und ich frühstücke jetzt und mache mich dann auf den Weg in die Arbeit, denn heute ist ein wundervoller Tag. Ich habe es geschafft. Bin um 5 Uhr aufgestanden, habe meditiert, habe Yoga gemacht, habe Plätzchen gebacken, zeige ich euch gleich. Und habe nochmal meditiert und habe geduscht und habe noch nasse Haare und mache mir gerade einen Tee. Und ich wollte euch noch ganz kurz ein paar Dinge zeigen, die gestern schon da waren, aber ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Und jetzt nur noch den Rest quasi. Das ist dann jetzt das Ende von diesem Dienstagsvlog. Ich weiß gar nicht, ob ich weiter vlogge. Eigentlich würde ich schon gern. Mal schauen, vielleicht heute Abend. Ich überlege es mir bis dahin. Auf jeden Fall zeige ich euch noch geschwind, was ich gemacht habe. Hier hinter mir seht ihr es auch. 175, Quatsch, 157 Vanillekipferl in vegan. Super lecker. Und heute früh noch 48 Schokotaler. Die sehen folgendermaßen aus. Und zwar so, sie duften herrlich lecker schokoladig. Ich habe auch viel zu viel von dem Teig genascht. Ja, kleiner Tipp, wer so runde Kreise hinkriegen will, der sollte einfach ein Glas oder dergleichen nehmen. Dann hat man immer die gleiche Form und muss sich nicht extra eine Ausstechhülle kaufen. Also eine Ausstechform für die, die mich nicht verstehen. Genau, und wenn wir jetzt rausgucken, sehen wir auf dem Dach der Garage des Nachbarhauses, da liegt Schnee. Denn gestern bin ich aufgewacht und es war richtig schön, alles verschneit und ich habe mich gefreut wie ein Kind. Auf dem Tipper, Leute, steht: Lebe deine Stärken. Und ja, ich finde, das könnten wir uns alle zu Herzen nehmen und einfach mal tun. Hier liegen auch schon die anderen fertigen Schokotaler ausgekühlt. Und das, was gestern ankam, wollte ich einmal eben noch kurz zeigen. Das ist ein Ella-Kalender. Ich denke, die meisten von euch kennen Ella the Bee und sie macht ja, ich glaube, jetzt im zweiten Jahr einen Kalender. Ich guck mal eben. Steht hier nicht auch irgendwo Ella-Kalender? Nein, ich dachte ja, das stand irgendwo. Naja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, den zu verwenden und zusammen mit ihr zu gestalten, denn das macht sie eben nun mal zwischen Weihnachten und Silvester. Ich, ja, bin gespannt. Und das andere seht ihr hier schon. Das ist ein Schuber. Und zwar Silber von Kerstin Gier. Als Hardcover-Schuber. Ich bin echt glücklich, den jetzt zu besitzen. Den gab es sehr günstig bei Avell und da habe ich ihn bestellt. Genau. Das waren noch die buchigen News. Ansonsten lese ich fleißig an Harry Potter weiter und bin da ungefähr auf Seite 100. Und den Rest erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video, nämlich in dem Video zum Lesemonat November. Da habe ich noch ein paar andere Dinge zu erzählen, die hier vielleicht nicht ganz so rauskamen in diesem Video. Deswegen, da gibt es noch eine Zusammenfassung. Bis dahin, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Dienstagsvlog. Tschüss!